So, Freunde der Nacht, willkommen zurück bei einem neuen Part hier in der bulletstormischen Hölle. Wir haben jetzt sogar noch eine weitere Begleiterin dazu erlangt, die wir erstmal treten wollten. Oh, fuck, was für ein kranker Irrer macht denn sowas? Reefs und Skulls sind im Krieg. Skulls? Menschliche Gang. Dämliche Tribal-Tattoos und fehlende Fantasie. Es gibt nichts mehr zu essen, also halten die Skulls die Creeps wie Vieh. Creeps wollen sich rächen und massakrieren alle Menschen, die sie finden. Ja, macht Sinn. Da geht's lang, aber ich will erst hier hoch. Gucken, was da ist. Eine Flasche irgendwo? Nö. Und hier auf jeden Fall. Magazin, Aufladung nicht verfügbar. Ich glaube, ich brauche hiervon mal ein bisschen. Gut, das soll passen. Hier irgendwo was Praktisches? Nee. Das war ja lustig. Oh, guck mal, den haben wir wahrscheinlich übersehen. Nö, den hatte ich. Okay. Mist, die sind voll dabei. Ist doch gar nicht schlecht, dann konzentrieren sie sich wenigstens nicht auf uns. Das werden sie noch. Der einzige Ausweg führt da durch. Okay. Dann wechseln wir halt jetzt wieder. Ich schieß dich von hinten an. Ist klar. Alter. Fick dich doch. Ich will dich von hinten anschießen und du weichst trotzdem aus. Wie unlogisch ist das denn? Kopf getroffen? Nö. Wo geht's denn jetzt runter? Okay, Mädel rennt vor. Und bestimmt auch irgendwo wieder Elektro fliegen. Elektro fliegen. Und die Aussicht ist so toll. Noch mehr Skulls. Hä? Und die Musik ist auch so richtig, richtig geil. So, was geht jetzt hier ab, hä? Aufgespießt, jawohl. Ach so, okay. Ah, Flasche. Eine noch. Das heißt, wenn wir jetzt eine Flasche sehen und die auch abschießen, dann ist das die letzte. Weil das wird jedes Mal neu zurückgesetzt, dass alle Flaschen da stehen, glaube ich zumindest. Oder es werden nur die Flaschen gezeigt, die... Komm, geh da rein in die Stachel. Ach, wollte er nicht. Warum denn nicht? Ist doch so schön. Vier weitere Schwänze am Arsch. Vier weitere Schwänze am Arsch? Oh, oh. Schwanz am Arsch. Oh, 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 das klingt aber gar nicht gut. Noch hier am Tisch oder so? Ich mag ja so ein bisschen erkunden. Natürlich nicht zu viel, aber ein bisschen mache ich immer gerne, auch bei GTA. Ah!
Und du wirst doch hier bestimmt wegfliegen, ne? Ey, du kannst mir doch nicht einfach den Gegner wegnehmen hier. Um ohne. Jawohl, das waren alle. Geil. Jetzt hätte ich wahrscheinlich einen Erfolg gekriegt, aber ich gucke jetzt nicht nach und ich habe ja, wie gesagt, die Benachrichtigung ausgeschaltet. Das heißt, ein Elektrofliegenschwarm noch und eine Flasche noch. Wo auch immer sie sein mögen. Ach, will da noch einer? Die Zugabe. Ach, ich habe die falsche Waffe in der Hand. Erst und zuletzt müsste ich ja auch noch. Ach ne, Quatsch. Ich hab den ja gar nicht umgebracht. Um ihn umzubringen, muss ich natürlich den dahin schubsen und dann muss ich sowas machen. Wahrscheinlich war der schon tot, der Typ. Der eine. Klatsch. Ah, da ist der nächste Schwarm. So, wie wäre es jetzt mal mit Treffen? Jawohl. Alle Schwärme erwischt. Dann gucke ich gleich mal zwischen dem Part erstmal nach den Erfolgen. Ich weiß gar nicht, ob es da wirklich Erfolge gibt oder wie das war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fehlt jetzt nur noch eine Flasche. Schwärme werden wir trotzdem noch vielleicht töten. Oder es ist wie mit den Flaschen, dass gar keine Schwärme mehr kommen. Ne, kann ja nicht sein, weil es kam ja mal welche und die haben wir. Die wurden nicht dabei gezielt. Ja, ab nach unten. Was steht denn hier? Statistiken. Gesammelte Punkte. Okay. Hier gibt's was Neues. Okay. Ja. Munition voll. Die Ladungen sind richtig geil. Ne, ich mache aber noch was. Ich nehme statt der rechten Waffe mal wieder die hier. So. Ishii, also gut. Ich behalte die Kleine nah bei mir und pass auf sie auf. Mir ging's super, bevor du und Cranky der japanische Robotermann aufgetaucht seid. Sein Name ist Ishii. Auch gut. Ich bin Trishka. Ich bin Grayson Gray. Hunt. Ich wurde ausgebildet, um nicht zu werden wie du. Ja. Siehst du, ich bin ein Vorbild für jeden. Positives oder negatives Vorbild ist ja erstmal egal. Dann lässt mich jetzt mal da durch. Tschüss. Feuerwehrmann. Weil ich das Feuer gelöscht habe von dem einen oder was? Haben wir hier noch Flaschen? Also ich meine nicht euch. Nein, das war fies.
Alter Schwede. Wieder in die Luft gegangen ist. Richtig schön abgehoben. Hebt man nicht ab, Alter. Brauchst noch nicht übertreiben, nur weil du mal ein bisschen Erfolg hast. Und überall sind schöne Fallen hier aufgebaut. Das ist echt toll. Ja, jetzt aber erstmal weiter im Text. Für die Unannehmlichkeiten gibt es jetzt alles Geschäft. So. Nutze ich immer noch, die zu zerstören. Gibt nämlich Credits dafür. Easy Credit. Bam, mitten im Kopf. Passiert gar nichts, wenn ich die Möpse trete. So. Und nun? Nun ist hier erstmal nichts. Okay. Der einzige Weg führt durch diese Räder. Ja, mal los. Ja, ist doch gut. Können wir die Gegner da rein feuern? Ja, ich wollte dich gern haben. Ach, du bist zu schnell. Ja, was denn jetzt noch los hier? Willst du nicht da rein in die Wasserräder? Mahlzeit. Das sind echt geile Namen für die Sachen, die da passieren. Wasserleiche, Mahlzeit, weil er gemahlen wird. Jetzt diese geilen Wassereffekte hier. Okay, ist hier noch was? Nö. Das ist ein ganz schöner Lärm. Was machen wir jetzt? Magnetodynamischer Generator. Die Stromstärke der Spule könnte den ganzen Damm zerlegen. Ich hab's doch hinbekommen. Na los! Das ist nicht schlimm, wenn der Damm zerlegt wird. Machen wir halt alles kaputt, was hier. Die Motoren lösen sich. Heilung. Kaputt zu machen ist. Ich wollte eigentlich den da reinballern. Genau da. So. Noch einer? Ja, nicht nur einer. Mahlzeit. Barmherzigkeit, was soll das denn sein? Och nö. Renn! Immer schön wegrennen. Blindgänger. Was auch immer das jetzt war, Blindgänger. Alter, alles am Explodieren und am Bremsen hier. Hier Flaschen werden, wäre das ein bisschen komisch, aber ist ja egal. Man kann ja trotzdem immer mal gucken. Mach den zweiten Generator Platz und wir sind. Was war's? Dann machen wir jetzt was ganz Feines. Bringt nichts. Okay. So fein war das nicht. So, dann springen wir da jetzt runter, ne? Ach so, ist noch nichts. Ich dachte, man könnte schon runterspringen. Alter!
Die hatten auch lange nicht mehr, ne? Kacke. Zu lange, wie es scheint. Alter. Was hab ich dir gesagt? Ich glaube, das Ding löst sich. Das ist dein Plan? Wir müssen hier weg. Zum Teufel damit. Gut, so geht's auch. Oh oh, hey. Ich euch alle. Wer Vultures? Wir sitzen hier auf dem Präsentierteller. Ist das etwa dein toller Plan? Du hast uns in die Scheiße geritten. Ich habe uns nur wieder rausgezogen. Du bist vorläufig, ne? So, was geht? Oha. Oh Gott! Blub, blub, blub. Vierter Akt schon. Tritt einem Gegner einem Non-Passerasiten auf den Kopf. Er wird dadurch außer Gefecht gesetzt und ermöglicht dir Skillshots. Aha. Wir haben es echt überlebt. Meine Güte. Das Scheiße. Yep. Aber einem Genie wie dir beim Problemlösen zuzusehen ist echt erhellend. Jedem Sarkasmus steckt auch immer ein Körnchen Wahrheit. Ich habe die Hälfte der Zeit hier im Wasser verbracht. Stinkst trotzdem wie ein Arschloch in der Sonne. Was für ein Zufall, so heißt Ishis Aftershave. Sprüche sind immer noch die geilsten. So, nur eine Flasche, dann brauchen wir nichts mehr suchen. Als andere, was wir dann so sehen, das ist abgestürzt. In Ordnung. Finden wir ihn, bekommen wir ein Rettungsschiff. Die Creeps haben meine Peitsche, hatte seine Position darin gespeichert. Rauf auf die Brücke, dann finden wir seine Kapsel vielleicht. Warum flüsterst du? Die Berichte über diesen Ort sprechen von der verbotenen Zone. Kannst du mir folgen? Ah, ein gefährlicher Ort. Ja, gefährlicher Ort. Spannend, ne? So, und was ich jetzt machen muss, ist auch wieder typisch Gray. Eine Möglichkeit, darüber zu kommen? Ja, glaub schon. Hauptsache, du bist dabei leise. Ja, das wage ich zu bezweifeln. Jetzt explodiert alles. Es ist echt unfassbar, wie dämlich du bist. Zumindest müssen wir jetzt nicht mehr flüstern. Kannst du mir auch mal aus dem Weg gehen? Vibes wild, ey. Ja, leider sind wieder 20 Minuten rum. Part ist vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.